Ostern steht wieder vor der Tür und du hast noch so eine kleine Idee, was man so Schönes verschenken könnte. Dann bist du genau in diesem Video richtig, denn heute dreht sich alles darum, wie man aus einem Gadget diesen süßen Hasen basteln kann. So sieht das Ganze am Ende aus und die ganze Anleitung jetzt in diesem Video. Was wir dafür benötigen? Ein Geldschein. Falte die linke untere Kante quer zur gegenüberliegenden Seite. Falte die rechte Kante bis zur angezeigten Kante. Das Ganze wieder aufhalten. Falte die rechte Kante bis zur entstandenen Faltkante. Falte die untere Kante zur gegenüberliegenden Seite. Achte darauf, dass nichts übersteht. Das Ganze wieder aufhalten. Drehen und falte die untere Kante zur gegenüberliegenden Seite. Das Ganze wieder aufhalten. Falte die untere Kante zur entstandenen Mittellinie. Drehen und halte die untere Kante zur entstandenen Mittellinie. Das Ganze wieder aufhalten. Drehen und die untere Kante sowie die obere Kante zur Mittellinie. Das Ganze wieder aufhalten, drehen und halte die linke und die rechte untere Ecke quer zum Mittelpunkt. Das Ganze wieder aufhalten. Falte die linke und die rechte Seite zur Mittellinie.
fällt die linkere obere Kante mit Hilfe der Faltlinie nach unten, sodass ein Dreieck entsteht. Hier nochmal zur Anschauung etwas langsamer. Wiederhole das Ganze mit der anderen Seite. Wenden und entlang der angezeigten Linie faltest du nun die obere Spitze zu dir hin. Wenden und halt die linkere obere und untere Hälfte zur Mittellinie. Wenden und falte nun an der angezeigten Stelle es nach hinten um. Die Spitze minimal um. Halte nun das Ganze mittig zusammen. Richte dabei gleichzeitig den Kopf etwas auf. Den Kopf etwas drücken, damit dieser rundlicher wird. An der schon vorhandenen Faltlinie faltest du die hintere Hälfte des Geldscheines einmal nach links und dann nach rechts. Den
engagen und dann etwas öffnen und mithilfe der Faltkante den hinteren Teil nach innen falten. Wir haben es geschafft. Fertig ist der süße Hase aus Geld.